begrüße euch zu einem neuen Interview von Bettina Geithner. Und heute stelle ich euch einen Autor und einen Coach vor, der eine ganz besondere Methode entwickelt hat, um ja Ziele zu erreichen, um auch sein Unterbewusstsein auszutricksen, wenn man Zweifel hat. Es geht um Fantasiereisen und wie man mit diesen Fantasiereisen in ein höheres Bewusstsein seine Ziele erreicht und sein Leben verwandelt. Das lasse ich mir jetzt von ihm in diesem Talk erklären. Und sein Name ist Udo Brückmann und die Methode heißt die Brückmann-Methode. Lieber Udo, ich freue mich total, dass du zu mir nach München gekommen bist ins Studio und dass wir heute über deine sensationelle Methode, die Brückmann-Methode, sprechen können. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, Bettina. Ich freue mich auch sehr, hier bei dir im Studio zu sein und bin gespannt auf die Fragen. In deinem Buch, ich zeige das gleich mal in die Kamera, damit es die Zuschauer auch sehen. Was ich sagen muss, was wirklich toll ist, ist hinter jedem Kapitel ist eine Zusammenfassung. Ja. Das heißt, das sind die wichtigsten Punkte zusammengeschrieben, sodass man auch immer wieder wiederholen, reflektieren kann und auch einen Leitfaden hat. Ja. Also das ist ein ganz praktisch anwendbares Buch. Hat mir sehr gut gefallen. Also wenn jetzt nur kurz zusammengefasst, ich komme jetzt zu dir und möchte mich von dir coachen lassen. Ja. Könntest du mal in Kurzzusammenfassung einfach beschreiben, wie dieser ganze Schöpfungsprozess dann jetzt ablaufen würde, wenn ich bei dir jetzt ein Coaching nehme? Mhm. Erstmal, im Vorfeld wäre es natürlich günstig, wenn du schon dein Thema weißt. Das Thema, was du verändern möchtest. Und wie stark du es verändern möchtest. Weil du bist, die freie Fantasie ist gekoppelt an den freien Willen, an den freien Geist, darum geht es. Du bist absolut souverän, du bist dein eigener Souverän. Mhm. Du bist der Chef, nicht der Praktikant. Und darum geht es. Das ist die Grundvoraussetzung. Das heißt, du bist der Schöpfer deiner Realität. Mhm. Dann die einzelnen Schritte der Methoden kommen zur Anwendung, wie beschrieben. Mhm. Und ganz am Schluss kommt die Botschaft und du kannst die Botschaft überprüfen, ob sie für dich stimmt oder nicht stimmt. Mhm. Das ist so, so würde das dann normalerweise am Telefon ablaufen. Du machst das telefonisch. Genau. Was ist denn der Vorteil, wenn ich das telefonisch mit dir mache, als wenn ich es alleine mit mir mache? Es ist schon klar, du hast viel Erfahrung, du hast die Methode entwickelt und hast auch da auch schon viele Wunder erlebt, die durch diese Methode erreicht wurden. Ist es denn hilfreicher, wenn man mit jemandem sprechen kann, also wenn ich mit dir sprechen kann? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Weil ich nehme dich ja an die Hand, das heißt, du bist nicht alleine. Ich nehme dich an die Hand, ich führe dich durch die fantastische Welt. Ich passe auch ein bisschen auf, dass du richtig atmest, weil man kommt immer raus aus dieser Atmung. Ist aber sehr wichtig, das beizubehalten. Und du bist gleichzeitig fokussiert auf deinen Intentionssatz, den hast du immer bei dir. Also es gibt richtig viel zu tun. Genau. Und du bist natürlich auch in deinem Abenteuerfilm sozusagen. Ja. Es ist eine ganz aktive Methode. Es ist jetzt nicht so, ich entspanne mich und lege mich ins Bett. Du musst sehr viel aktiv machen. Also mit dem eigenen Bewusstsein einfach, mit dem eigenen Geist und mit der Seele. Jetzt hast du mir im Vorgespräch erzählt, dass du ja auch sehr tiefgehende Erfahrungen in deiner Kindheit oder in deiner Jugend hattest. Wie kam es denn dazu, dass du auch mithilfe dieser Erfahrungen überhaupt dich mit dem Thema Bewusstsein beziehungsweise auch dann mit dem Entwickeln dieser Methode beschäftigt hast? Wie kam es dazu? Was hast du erlebt? Das so Initialzündung, kann man schon sagen, war ein Nahtoderlebnis. Mhm. Da war ich 19. Mhm. So in dem Alter, wo man Interrail-Touren macht durch Europa und dann eine Halsentzündung bekommt, eine Infektion und kein Penicillin hat in afrikanischen Ländern und irgendwann zu Hause zusammenbricht. So, dann hatte ich schon 43 Fieber und habe mich losgelöst von meinem eigenen Körper gesehen. So, der so tief war, das Ja. Und da habe ich schon gedacht, damals schon, mit 19, das, was ich beobachte, also der Udo, der da im Bett liegt, kurz vorm Tode, das kann ich ja nicht sein, weil sonst kann ich mich ja nicht beobachten. Sonst hättest du dich nicht gesehen, ja. Und da fing das eigentlich schon an, dass ich mich mit dem Thema Bewusstsein beschäftigt habe. Also das mache ich schon seit 35 Jahren, das ist mein Thema einfach. Mhm. Ja.
Und wie war das? Wie kann ich, wie, also ich meine, du bist ja definitiv wieder zurückgekommen, sonst wärst du jetzt nicht hier. Aber kannst du das mal beschreiben? Was hast du denn da gesehen? Du hast dich gesehen, Ja. aber was hast du da noch erlebt? Also welche Bilder hast du da noch in deiner Erinnerung? Das war wirklich diese Tunnelfahrt auf ein unglaublich, unglaublich helles, schönes Licht zu. Das Schönste, was ich je erlebt habe. Also, das ist ein gutes Gefühl, oder? Und ja. Es war schön. Unglaublich schön. Also, man muss keine Angst vor dem Tod Gar haben. nicht, gar nicht. Ich habe noch gemerkt, also der Arzt kam, alles wuselte um mich herum und war aufgeregt. Meine Mutter, meine Großmutter lebte noch. Und dann spürte ich diesen Pieks der Spritze und habe gedacht, Mist, jetzt muss ich zurück. Echt? Ja. Aha. Und dieser Tunnel, der hat dich gezogen. Da wolltest du aber eigentlich, der hätte dich hingezogen, oder? Ins Das Licht. war jetzt nicht so wie so eine Tunnelfahrt, das war so, das war keine Fahrt, das war einfach vorhanden. Es war Es vorhanden. war vorhanden und es war sehr einladend, das war wirklich so, ach, es geht endlich wieder nach Hause. Das war das Gefühl. Wunderschön. Und dann ist das daraus entstanden, Genau. diese ganzen. Genau. Am Anfang, es beginnt ja alles mit Fantasiereisen. Ja. Ja, jetzt erstmal für jemanden, der eben deine Methode nicht kennt und jetzt das Interview sieht, wieso soll ich denn eine Fantasiereise machen? Also was bringt mir das, wenn ich jetzt eine Fantasiereise mache? Die freie Fantasie ist unsere höchste Schöpfungskraft. So würde ich das bezeichnen. Und man kommt natürlich in dieser Fantasiereise ein bisschen auch in die Kindheit zurück. Weil Kinder sind immer im Hier und Jetzt. Darum geht es. Das Bewusstsein auch. Das heißt, wenn man das Coaching macht, kommt man zurück ein bisschen in die Kindheit durch die Fantasie. Also es ist sehr spielerisch, sehr offen. Und darf nicht verkrampft sein, weil dann funktioniert es nicht. Du gibst ja bestimmte Möglichkeiten der Fantasiereisen vor. Ja. Zum Beispiel, ich schaue mal kurz ins Buch. Eine der Methoden ist oder eine dieser Fantasiereisen ist zum Beispiel sieben fantastische Welten, heißen sie. Also sieben Fantasiereisen sind vorgeschlagen. Ja. Da ist zum Beispiel die Unterwasserwelt oder aber auch die Ausbildung zum Zauberer. Die hat mir besonders gefallen. Die Ausbildung zum Zauberer. Könntest du vielleicht mal jetzt diesen Prozess nur anschneiden? Wir werden ja noch jetzt über die ganze Methode sprechen, aber Ja. jetzt diesen Prozess, diese Fantasiereise, Ausbildung zum Zauberer, könntest du mich da mal kurz durchführen vielleicht, sodass ich das mit dir zusammen machen kann? Wir fangen an. Erstmal geht es darum, die Hände zu synchronisieren. Weil das ist später wichtig bei der Zweipunktmethode, die aus der Quantenheilung kommt. Das heißt, du näherst die Hände aneinander an. So wie zwei Magnete. Und irgendwann merkst du, okay, du konzentrierst dich auf die eine Innenfläche der Hand, dann auf die andere Hand, dann auf beide. Und irgendwann merkst du eine körperliche Reaktion. Genau. Ein Kribbeln, Wärme. Ich merk's schon. Ja. Das heißt, die Hände stehen für den gesamten Körper, für die linke und rechte Körperhälfte. Das heißt, die rechte Hand für die linke Körperhälfte und umgekehrt. Es kommt zu einer Synchronisation. Das Ganze wird noch fokussiert durch eine Imagination. Das heißt, du stellst dir vor, dass deine Gehirnhälften synchron miteinander werden. Du gehst in die Imagination Ich gehe mit. und stellst dir vor, wie zwischen den beiden Gehirnhälften eine Trennwand hochgezogen wird oder ein Vorhang. Und die Energie beider Hälften fließt jetzt unaufhörlich ineinander. Die Gehirnleistung wird verstärkt und du kommst in die Ganzheitlichkeit. Das ist die Idee dahinter. Und jetzt, wenn dann die Fantasiereise startet, stelle ich mir dann einfach vor, wie ich Zauberlehrling bin, oder stellst du da Fragen, oder stelle ich mir selber Fragen, wenn ich die Methode selber anwende, alleine? Im Grunde beides. Ich bin ja als Coach bei dir, an deiner Seite und stell dir Fragen, was dir widerfährt. Das heißt, du bewegst dich interaktiv durch deine Fantasiewelt und dann passiert etwas. Leit mich mal kurz durch. Stell mir mal Fragen. Ich habe jetzt gewählt, Zauberlehrling. Ja. Welche Frage würdest du mir stellen? Bist du als Einzelschüler in deiner Zauberschule angemeldet Ich oder? bin Einzelschüler, ja. Okay. Wo genau befindet sich die Zauberschule? Welche Landschaft siehst du vor dir?
Die Zauberschule, die ist auf einem Berg Ja. und unter mir sind viele Bäume und ist halt der Abhang. Und auf dem Berg oben steht diese Zauberschule. Und wenn du jetzt näher gehst, die Zauberschule vielleicht sogar betreten möchtest, wie sieht das Tor aus? Ist es verziert oder ist es ganz einfach? Gibt es magische Geschöpfe, die vielleicht das Tor bewachen? Wenn Ja? ich kurz unterbrechen Ja? darf. Also das ist jetzt, wir müssen ja jetzt weitergehen, Ja, aber das ja. wäre praktisch ein Teil, ist Es der wird ein Anfang ist Teil. eine Fantasiereise. Genau. So beginnt diese Methode Genau. jetzt, um praktisch seine Lebensziele zu verwirklichen. Und es ist natürlich sehr individuell, weil das war jetzt meine Fantasie, jeder hat eine eigene Fantasie Genau. und man kann auch unterschiedliche Traum- oder Fantasiewelten wählen. Wieso sollte ich denn überhaupt also diese Methode von dir anwenden? Weil ich Ziele verwirklichen will oder weil ich meinen gesundheitlichen Zustand verbessern will? Also was ist denn, wie soll ich sagen, kann man jedes Problem damit lösen oder alles bearbeiten, sage ich jetzt mal, im Leben? Oder ist es nur für, sagen wir mal jetzt, weil gesundheitliche Sachen sind immer schwieriger, aber ist es nur gedacht für mehr Geld, mehr Jobs, mehr was weiß ich? Weißt du, wie ich meine? Ist es für Ja, jede Methode geeignet? im Grunde für jedes Thema, Für also jedes Thema. für Beruf und Berufung, für Glück und Erfolg, für Partnerschaft und Gesundheit. Also es ist im Grunde jedes Thema. Ich kann natürlich kein Heilversprechen geben, das ist klar. Das müssen wir ausklammern. Aber im Grunde betrifft es absolut jedes Thema. Wenn ich diese Fantasiereise also jetzt gemacht habe, wir haben jetzt in Kurzzusammenfassung, mal kurz angeschnitten, Ja. man kann sie auch alleine machen, ja, also mit sich selber Kann man auch, natürlich. ja. Wie geht es dann weiter? Der ganze Schöpfungsprozess, was ist der nächste Schritt? Wichtig ist die Kombination der Quantenheilung, also der Zwei-Punkt-Methode aus der Quantenheilung, die habe ich ein bisschen vereinfacht. Genau. Und dazu kommt aber, was neu ist, die Erschaffung des eigenen Lichtzwillings. Das ist jetzt wichtig. Man kennt ja die Quantenheilung mit der Zwei-Punkt-Methode, Genau. ist es sehr bekannt. Aber was hast du da neu, wie hast du die neu entwickelt, also neu geschaffen, diese Methode, die wendest du ja anders an. Also einfacher sagst du, was ist da das Neue bei dir? Neu ist, man erschafft aus sich selber heraus durch die Atmung. Wichtig ist, durch die Nase einatmen, durch den Mund ausatmen. Das wird im Yoga so gemacht oder man sollte es beim Joggen so machen. Erschafft man aus sich selber heraus, sprich aus der Wirbelsäule heraus, sein Lichtdouble, sein Lichtzwilling. Der Lichtzwilling guckt dir bei dem, was du erlebst, in der fantastischen Welt, stets über die Schulter. Das heißt, irgendwann gehst du in die Perspektive des Lichtzwillings und siehst dich selber und beobachtest dich. Das heißt, du kommst vom Denken in die Wahrnehmung. Ich kann mir jetzt angenommen, jemand hat es nicht gelesen, das Buch. Ja. Wie stelle ich mir das vor? Lichtzwilling, der schaut so aus wie ich und Ja. den stelle ich mir vor, der ist jetzt neben mir, hinter mir, vor mir oder und ist so genauso, schaut genauso aus wie ich. Genau, der ist hinter dir. Der ist hinter mir. Der ist hinter dir. Und der ist direkt verbunden mit dir. Das heißt, du gehst wieder in die Imagination hinein und stellst dir vor, wie von Solarplexus zu Solarplexus ein Lichtstrahl entsteht. Das heißt, du bist direkt, ja, Zwischen mir und dem Zwilling. genau, du bist direkt Ja, mit dem Zwilling okay. verbunden und diese Verbindung hält auch während des gesamten Coachings. Die ist sehr stark. Du bindest ihn Genau. richtig an dich. Aber du kommunizierst nicht. Du kommunizierst nicht mit ihm und er nicht mit dir. Das Und ist er sehr wichtig. beobachtet nur, Er oder? beobachtet nur. Okay. Wie eine Kamera. Er beobachtet Und ich nur. nehme seine Perspektive ein. Ja. Ganz am Schluss nimmst du seine Perspektive ein, weil du gehst am Schluss in das innere Herz. Also nicht in dein physisches Herz, sondern in das Herz des Lichtzwillings, in dein metaphysisches Herz. Von meinem Lichtzwilling in das Genau. innere Herz. Genau. Okay, aber jetzt, bevor wir das Ja, machen, noch ja. kurze Rückfrage. Wie kombinierst du das dann mit der Zwei-Punkt-Methode? Die Zwei-Punkt-Methode ist erstmal die Vorbereitung, weil du musst erstmal in die Ruhe kommen, in die Stille. Weil sonst bekommst du keine Antwort. Diese Zwei-Punkt-Methode, wie machst du das? Ist es jetzt so ähnlich wie das Händesynchronisieren oder wie machst du die konkret? Ich habe einmal, die Hände sind schon sozusagen vorbereitet für die Methode. Das kommt vorher. Genau. Ich habe eine Hand auf dem Hauptenergiepunkt Herz und eine Hand auf dem Hauptenergiepunkt Solarplexus. Lege ich die hin Du oder kannst du kann. direkt hinlegen, du kannst es auch direkt ein paar Zentimeter darüber halten, Okay.
in das Energiefeld hinein. Mhm. Aber das sind die beiden stärksten Energiefelder, mhm. die auch elektromagnetisch messbar sind. Mhm. Das Herz zum Beispiel ist 5000 Mal stärker als das Gehirn. Ja, genau. Mhm. Und das ist ja unglaublich, mhm. ist erstaunlich. Genau. Und da wende ich dann diese Zweipunktmethode an. Du gehst wieder in deine Innenflächen der Hände, mhm. erlebst wieder diese körperliche Reaktion. Mhm. Und hast aber schon deine Intention dabei. Das heißt, deine Frage, welchen Bereich du wie stark zum Positiven verändern möchtest. Mhm. Sehr wichtig dabei, es kommt zur körperlichen Reaktion, meistens. Mhm. Das heißt, die meisten Leute kippen nach hinten oder zur Seite. Mhm. Ich kenne es natürlich von der Zwei-Punkt-Methode jetzt nochmal ganz kurz. Aber ja. Das heißt, ich muss, bevor ich jetzt diese Zwei-Punkt-Methode anwende, ein klares Ziel haben, ja. richtig? Sehr wichtig. Ja, genau. Sehr, sehr wichtig. Das ist jetzt wichtig. Also das heißt, bevor ich jetzt überhaupt deine Methode, die Coaching-Methode zum Verändern meiner Wirklichkeit anwende oder meiner ja. Lebenswelt anwende, muss ich klar sein, welche Absicht, was ich will. Ich muss es wissen, welche Absicht, welches Ziel ich habe. Wenn ich jetzt aber nicht weiß, was ich will, also angenommen, ich möchte einen neuen Job oder ich möchte einfach glücklicher sein. Das ist ja jetzt, das weiß ich, aber was mache ich dann, wenn ich nicht weiß, wenn ich es nicht konkret weiß, was ich will? Wie kann ich das klar dann als Ziel erfassen vor der Methode? Was hilft mir da? Du kannst natürlich erstmal in dich hineinspüren. Mhm. Du gehst in die Stille hinein mhm. und kannst fragen, du kannst das höhere Bewusstsein fragen, mhm. Wo jetzt etwas fehlt, mhm. was dir fehlt. Ja, ja, okay. Du hast auch was in deinem Buch geschrieben, dass man dieses Ziel, die Absicht dann aufschreiben soll oder auch eine Schatzkarte ja, anfertigen. Genau. Wie sieht denn, wofür hilft die und wie sieht so eine Schatzkarte aus? Also die Intention, sehr wichtig, erstmal in der Gegenwartsform, mhm. nicht in der Zukunft, auch mhm. keine Möglichkeitsform, dann klappt das überhaupt nicht. Mhm. Also ich wäre glücklich, wenn und so, mhm. das geht überhaupt mhm. nicht. Wichtig ist, dass du deinen Intentionssatz, der positiv formuliert sein soll, immer in Sichtweite hast. Mhm. Den kannst du auch für dich behalten während des gesamten Coachings, musst du nicht preisgeben. Mhm. Oder du nennst mir deinen Satz gleich zu Anfang. Mhm. Also es gibt immer zwei Möglichkeiten. Mhm. Das kann auch völlig anonym ablaufen. Es mhm. hat auf das Ergebnis des Coachings keinen Einfluss. Also das ist wichtig und wenn ich dann dieses klare Ziel habe, muss ich dieses klare Ziel auch schon vor der Fantasiereise wissen? Nicht unbedingt. Es wäre natürlich hilfreicher, mhm. Aber nicht unbedingt. Und was ist das Ziel der Fantasiereise? Die Fantasiereise ist ja noch nicht, kommen ja noch viele Schritte danach dann bis zur Veränderung jetzt, bis zum Schöpfungsprozess. Genau. Also was ist dann das reine Ziel der Fantasiereise? Was ist das? Das reine Ziel ist das metaphysische Herz. Das heißt dort, du bist dann wirklich in einem höheren Bewusstsein, du hast dann ein höheres Bewusstsein angedockt. Genau. Obwohl das ja eigentlich eine Illusion ist, weil du bist ja sowieso Bewusstsein. Ja, ja, aber... Aber in der Methode dockst genau. du an, bist in der Nullpunktenergie genau. und bekommst da die Antwort. Das heißt, wenn du dich aber belügst in der Intention, bleibst du im Ego ja. und es gibt genau. keine Antwort. Genau, und die Fantasie, dass sie hilft natürlich. Ja. Genau. Da ist ja wenig Ego dabei. Genau, so ein bisschen austricksen. Genau. Genau. Also wir hatten die Fantasiereise als ersten Schritt, also erstmal ja die Fantasiereise. Ja. Die Zwei-Punkt-Methode. Die Zwei-Punkt-Methode, aber vorher diese klare Absicht, aufschreiben oder eventuell für sich behalten, eventuell Schatzkarte zeichnen. Nicht zeichnen, das heißt einfach in der Imagination. In der Imagination. Genau, das heißt, du stellst dir vor, du hast jetzt so eine richtig tolle Schatzkarte, wie man sich das so vorstellt. Genau. Hast du dabei, die rollst du zusammen und steckst sie in die Tasche. Genau. Du kannst ab und zu mal gucken, beziehungsweise genau. der Lichtzwilling guckt dann auf die Schatzkarte. Und dann habe ich, also dann mache ich diese Zwei-Punkt-Methode und zusätzlich ist die Atmung wichtig, ja. hast du mir beschrieben. Ja. Du nennst es Lichtatmung. Ja. Könntest du das nochmal ganz genau beschreiben, wie diese Lichtatmung funktioniert? Also bei dir, Karin, habe ich das richtig verstanden. Ich wende die Zwei-Punkt-Methode an. Ja. Und zusätzlich verwende ich die Lichtatmung. Du erschaffst deinen Lichtzwilling mit jedem Atemzug. Mhm. Also Atmung, Nase einatmen, Mund ausatmen. Und der Lichtzwilling hinter dir wird immer größer, mhm. wenn du jetzt einen Ballon aufpumpst. Genau. Mhm. Irgendwann ist er genauso groß mhm. wie du. Aha. Du bist verbunden durch dieses Lichtband. Ja. Sehr fest, es ist genau. unzerstörbar. Und dann kannst du mit dem Lichtzwilling
auf die Reise gehen. Das heißt, dann beginnt erst die fantastische Reise. Für was hilft dann der Lichtzwilling? Bei was hilft mir der? Der Lichtzwilling hilft dabei, vom Denken in die Wahrnehmung zu kommen. Weil du nur in der Wahrnehmung hast du die Möglichkeit, an dein höheres Bewusstsein anzudocken. Mhm. Nicht im Denken. Weil ich ein Beobachter bin. Genau. Okay. Und diese weitere Reise, die ich jetzt unternehme, mache ich aus der Perspektive des Lichtzwillings? Ja. Gut, dann kommt diese Reise. Mhm. Und was passiert dann dabei? Du bist natürlich jetzt ein bisschen ausgetrickst durch die, das ist ja im Grunde eine Abenteuerreise. Ja. Also ich biete eine Abenteuerreise am Telefon. Mhm. Und dadurch kommst du letzten Endes in die Nullpunktenergie, zu dir selber. Mhm. Das heißt, du bist an dem Punkt, wo wirklich, wie soll man sagen, der göttliche Funke überspringt. Mhm. Und die Antwort bekommst du aber nur dann im inneren Herzen. Mhm. Und da geht die Reise auch hin? Da geht die Reise hin. Du bekommst aber vorher noch eine Botschaft. Das heißt, ich frage danach, wo du die Botschaft bekommst. Das ist bei jedem Coaching komplett unterschiedlich. Mhm. Das kann ein magischer Spiegel sein oder ein Wunschbrunnen oder was auch immer. Du bekommst diese Botschaft und gehst mit dieser Botschaft auf einer Lichtbrücke zwischen deinem Herz und dem Herz, den Herzen des Lichtzwillings. Mhm. Und gehst auf dieser Brücke. Ist unglaublich schön, ist unglaublich hell. Mhm. Fühlst dich wohl, kommst wieder in die Ruhe. Mhm. Auf dieser Brücke gehst du in dein Herz. Mhm. Dort bekommst du die Antwort. Die Antwort auf die Frage, wie ich das, was ich vorher in der Absicht formuliert habe, erreichen kann. Genau. Okay. Genau. Es geht immer um eine Änderung zum Positiven. Mhm. Quantenheilung ist immer eine Änderung zum Positiven. Das heißt, sämtliche, wie soll man sagen, Schwingungs- oder Dimensionsebenen werden davon erfasst und ordnen sich neu. Das ist wie eine Neuausrichtung. Mhm. Moment, nochmal. Das ist wie eine Neuausrichtung der Energieebenen. Mhm. Du bist ja selber reine Energie. Es kann auch das Denken jetzt gar nicht so mitverstehen. Nein. Es geht um was ganz anderes. Mit dem logischen Denken funktioniert das nicht. Gar nicht. Jetzt, wir erzeugen ja was Neues, ein neues Leben, verwandeln unser Leben nur mit Energie. Genau. Könntest du mal in vielleicht ein, zwei Sätzen kurz formulieren, was ist denn Energie? Was ist überhaupt Energie? Wie wirkt die? Oder was ist die? Was macht die? Energie ist eine, ja, wirkende Kraft. Erstmal ganz neutral eine wirkende Kraft, die immer mit dem Bewusstsein schon verbunden ist. Weil das Bewusstsein ist der Träger des Lebens. Diese Hülle hier ist der Erfahrungsapparat, den ich mit mir herumtrage. Den muss ich an der Garderobe abgeben, wenn es vorbei ist. Mhm. Und die Energie bleibt aber vorhanden. Das ist schon in der Physik so, steht in jedem Physikbuch, Energie geht nicht verloren. Mhm. Also der sogenannte Energieerhaltungssatz. Und diese Energie, wie kann man sich denn, sagen wir mal, eine magnetische Energie werden, die halt das anzieht, was man will? Das ist erst einmal schon physikalisch vorhanden, weil jedes Elektron ist elektromagnetisch, ist zum einen elektrisch und zum anderen magnetisch, das ist messbar. Mhm. Und zum anderen kannst du durch deine Ausrichtung des Bewusstseins das Ganze natürlich unterstützen. Und was meinst du mit Ausrichtung des Bewusstseins auf das hin, wo ich hin will? Genau. Okay. Dann wirst du selber magnetisch für das. Das heißt in Gedanken und in Bildern auch, wo ich hin will, oder? Ja, genau. Und die Bilder bekommst du geliefert als Botschaft. Mhm. Das kann aber auch sein, also das hatte ich schon ein paar Mal bei meinen Coachings, dass die Botschaft oder die Antwort erst einen Tag später geliefert wurde. Ja. Zum Beispiel, ich hatte eine junge Frau, ich hatte zum Beispiel eine junge Frau im Coaching, die Antwort war am Ende nicht klar. Und am nächsten Tag rief ein Freund an, der 15 Jahre nicht angerufen hatte. Und genau der hat das Ergebnis echt mitgeteilt. Das ist toll. Ja. Toll. Ja. Und es funktioniert auch mit Tieren. Eine Freundin in Paris hatte da auch das Coaching durchgeführt und ihr Pudel hat dann während des Coachings ein Leuchtflummi auf ihren Solarplexus gelegt. Eigentlich müsste diese klare Botschaft auf der Brücke, also du gibst natürlich das auch vor, das ist auch im Buch vorgegeben, genau. Und im Coaching gibst du es vor, genau. Welche Reise man dann eben macht mit seinem Lichtzwilling. Das führt auf eine Brücke und dann geht man auf dieser Brücke, geht man in das innere Herz des Lichtzwillings, richtig? Ja, genau. Und da würde dann eine Botschaft bekommen, also
je nachdem, man bekommt das geschenkt oder je nachdem ist individuell, Ja, oder? die Botschaft bekommst du aber schon vorher. Die bekommt man vorher. Bekommst du schon vorher. Du gehst mit der Botschaft in das Herz und dort wird es nochmal verifiziert. Das kann auch ein Erlebnis im Alltag sein. Zum Beispiel fährt ein LKW vorbei mit einer Werbung drauf und da steht das Ergebnis. Genau, kann okay. alles passieren. Und wenn man jetzt zum Beispiel dann eine Botschaft bekommt, die man nicht versteht, dann gibt es eine ganz einfache Methode und zwar die Fenstertechnik. Aha. Das ist ein kinesiologischer Muskeltest. Aha. Zurückzuführen auf den Chiropraktiker George Goodhart, Amerikaner, 60er Jahre, sehr bekannt. Und es geht darum, man ist ja schon in dieser Verbindung mit dem Bewusstsein, wenn das Coaching noch vorbei ist, immer noch ein bisschen. Und man kann überprüfen, ob die Antwort, die man bekommen hat, für einen selber richtig oder falsch ist. Ganz einfach, man geht wieder in die Imagination hinein und stellt sich vor, dass man direkt neben einem geschlossenen Fenster sitzt. Und man versucht mit einer Hand, ich schlage immer vor die Herzhand, weil die ist am stärksten, versucht man diese imaginäre Scheibe aufzudrücken. So, wenn der Widerstand bleibt und man schafft es überhaupt nicht, das passiert wirklich, weil die Muskeln sind dann auf der Seite des Bewusstseins. Das heißt, Körper und Physis und Metaphysis sind in einer Einheit, dann ist die Antwort wahr. Wenn man aber jetzt das Fenster mühelos aufstoßen kann und es draußen mit der Hand, dann ist das Ergebnis unvollständig. Okay. Und was macht man dann, wenn das Ergebnis unvollständig ist? Dann kann man das Ganze wiederholen. Aha. Vielleicht ein bisschen warten, ein bisschen Zeit vergehen lassen. Oder erstmal gucken, was passiert in den nächsten Tagen. Vielleicht wird mir auch das Ergebnis nachgeliefert. Es geht ja auch vor allem jetzt auch bei der Methode um das Lösen von energetischen Blockaden. Genau. Die halt einen abhalten, seinen Weg zu gehen oder das anzuziehen, was man möchte. Oder sich auch zu trauen, jetzt sein Leben zu verändern. Diese energetischen Blockaden, die werden ja durch den Schöpfungsprozess gelöst. Aber was heißt das? Also erstmal, was sind energetische Blockaden und was bedeutet es, wenn die energetischen Blockaden sich lösen? Was bedeutet das konkret? Habe ich dann keine Angst mehr? Mach's einfach. Mach mich selbstständig oder so, oder? Nicht unbedingt. Es geht, geht darum, vielleicht ein Teilstück eines Weges gehen zu können. Blockade heißt immer, es ist blockiert sozusagen auf allen Ebenen. Jetzt nicht nur auf in deinem Körper, sondern vielleicht hast du etwas erlebt in deiner Kindheit, was sich irgendein schreckliches Erlebnis, was du vergraben hast in deine Erinnerungen und wodurch vielleicht sogar körperliche Reaktionen hervorgerufen wurden und du hast das nicht aufgearbeitet. Ja. Sowas zum Beispiel kann sein. Und dann deshalb auch die körperliche Reaktion, weil wenn sich die, das ist wie als wenn man jetzt den Pfropfen rausnimmt aus einem, dahinter ist ein Fluss, der sprengt alles weg und du kippst nach hinten. Also es ist wirklich, es kommt wirklich zu dieser körperlichen Reaktion. Das kennt man ja auch im Prozess dieser Quantenheilung, genau. der Zwei-Punkt-Methode. Kann man denn zum Beispiel mit auch jetzt so eine energetische Blockade wie ein Kindheitsglaubenssatz auflösen? Könnte man das auch machen mit der Methode? Ja, könnte man sicher. Könnte man machen? Ja, klar. Und im Prozess würde dann irgendwann die Botschaft, würde ich die Botschaft bekommen, wie er sich auflöst, für immer. Kann man das so sagen vielleicht? Könnte man sagen. Also passend dafür wäre dann die Fantasiereise die Zeitmaschine. Die Zeitmaschine. Das heißt, ich gehe mit der Zeitmaschine zurück in meine eigene Kindheit. Genau zu dem Erlebnis, was auch sehr viel Mut erfordert, weil man muss sich selber anschauen, das Problem erkennen und auch anschauen. Wenn man natürlich sich da ein bisschen belügt und will das nicht so wirklich sehen und bleibt in der Komfortzone und wurschtelt weiter vor sich hin, dann ist man im Ego, dann passiert nichts. Also man muss wirklich in die Wahrnehmung kommen, in die eigene Wirklichkeit und die eigene Wahrheit. Der Vorteil ist, glaube ich, in dieser, es gibt ja viele Coaching-Mittel, Methoden und da heißt dann immer Chaka Chaka und du schaffst das und so weiter. Der Vorteil ist, weil man ja so sehr in der Fantasie ist, in der eigenen Fantasie und auch verbunden mit seinen Gefühlen, mit seinem Unterbewusstsein, mit seiner Seele, würde ich jetzt sagen, weil es ja so alles so eine Ebene Fantasie ist, da kann auch gar keine Angst sein, weil
Was würde da jetzt Angst auslösen in der eigenen Fantasie, wenn man sich so gestalten kann, wie man möchte? Dagegen, wenn jemand zu mir sagt, 100 Mal am Tag sagst du dir, ich werde Millionär, ich werde Millionär, dann, ich bin aber jetzt arbeitslos, dann würde ich irgendwie, das wäre schwierig, weißt du, was ich meine? Ja. Da, und da würde ich jetzt, da hätte ich jetzt Angst, wenn ich dann mir einen Porsche kaufen möchte oder so. Also das funktioniert nicht, aber wenn man in der eigenen Fantasie, da kann ja nichts passieren, das ist ja safe. Erstmal, oder? Erstmal ja. Aber auch wenn du etwas träumst. Einen Albtraum haben, ja, natürlich. Du kannst auch einen Albtraum haben, ja, genau. Klar. Es kann aber auch sein, dass dir in der Fantasiewelt genau das Thema begegnet, was du gar nicht haben möchtest. Ah, ja. Das heißt, du begegnest plötzlich jemand, der dich verfolgen möchte. Mhm. Oder du hast wirklich Angst. Das kann alles passieren. Aber du weißt, du bist nur in der Fantasiewelt. Ja, eben. Bewusst und erlebst es aber trotzdem. Und das ist der Vorteil gegenüber dem Traum. An den Traum kannst du dich nicht erinnern. Ich verstehe, ja, genau, so ist es. Das, ja. Deswegen meinte ich, das ist ja alles relativ safe und sicher, die ganze Methode. Ja, ja, genau. In einem Kapitel, also am Ende des Buches, beschreibst du ja auch die Matrix. Und ich muss sagen, ich habe es mehrmals gelesen. Und da kommt man gar nicht so mit. Man sieht, du hast ein echt großes Wissen dir angeeignet und bist auch eben Bewusstheitslehrer. Ja? Hast dich sehr mit dem Thema da beschäftigt und bist wirklich ein großer Bewusstseinsexperte. Beschreib doch mal die Matrix. Wenn jetzt jemand, der hat vielleicht den Film noch nicht gesehen und weiß gar nicht, die Matrix, was soll das sein? Beschreib doch mal diesen Prozess oder die Matrix einfach. Die Matrix würde ich beschreiben als Informationsfeld. Das heißt, in dem Feld sind quantenphysikalisch bestätigt alle Möglichkeiten von Wirklichkeiten vorhanden. Das heißt, mit dem Bewusstsein wähle ich die Wirklichkeit aus, die ich haben möchte. Und zwar, ich gehe einfach mit der Wahrnehmung auf diesen Teilaspekt des Bewusstseins. Und dann wird er zur Realität. Das Problem ist, dass man es halt nicht immer halten kann. Man wird immer weggezogen. Das stimmt. Sonst, dafür sind wir natürlich 3D. Sonst wären wir ja alle hier gesund, glücklich, Millionäre und so weiter. Übrigens, die Matrix heißt übersetzt, es kommt aus dem Lateinischen, die Gebärmutter. Ah. Jetzt für dich persönlich, ich meine, du hast ja jetzt eine tolle Methode entwickelt, wie man mit Bewusstsein sein Leben erschafft, gestaltet, ja, mit reiner Energie. Also man muss gar nichts im Außen groß verändern, erstmal nur die Energie verändern, was ja dann toll ist, weil dann ist ja alles möglich. Ja. Würdest du auch sagen, dass alles möglich ist? Absolut. Ja, okay. Und also jetzt sag mal, was ist denn, wieso hast du dann dieses Buch geschrieben, beziehungsweise was ist dein persönliches Ziel? Was ist dann, was wünschst du dir? Was möchtest du jetzt, dass in deinem Leben passiert? Ich möchte Menschen helfen. Ich möchte wirklich in die Lebenshilfe und dazu beitragen, das Bewusstsein mehr zu verankern. Dass es mehr auch im Alltag, es geht ja um Alltag. Genau, um die Alltagsprobleme. Genau, dass es dort ankommt. Ja, also genau. Nicht irgendwas Abgedrehtes, Philosophisches. Nein, dass es wirklich erfahrbar wird und dass man damit arbeiten kann, das Leben zu erleichtern und zu verbessern. In jeder Hinsicht. Das finde ich wunderschön. Und ich kann sagen, das macht sehr viel Freude, weil für mich ist es so mit meinen Interviews, es gibt nichts Schöneres, als Bewusstseinslehrer vorzustellen. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt dieses Interview führen konnten. Ich bin wirklich von deiner Methode 100% überzeugt, habe auch das Buch gelesen und natürlich auch angewendet. Ich zeige es nochmal in die Kamera. Und wir blenden natürlich auch die Webseite vom Udo ein, sodass ihr dann auch wisst, wo ihr das Buch kaufen könnt, wo ihr ein Coaching nehmen könnt. Lieber Udo, ich freue mich total, dass du Zeit hattest jetzt für dieses sehr schöne Interview. Vielen, vielen Dank. Ich wende deine Methode an und schön, dass du da warst. Herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte und vielleicht bis zum nächsten Mal. Vielleicht und hoffentlich bis Vielen zum Dank. Nächsten Mal. Genau. Jetzt bedanke ich mich noch bei euch, liebe Zuschauer. Die Methode von dem Udo Brückmann ist wirklich toll. Also ich kann nur sagen, es ist ein ganz praktischer Weg, um etwas zu erreichen, um sein Leben zu verwandeln.
Und es ist ganz leicht, mit Energie sein Leben zu verwandeln. Genau. Also ich kann sie sehr empfehlen. Informationen zum Udo Brückmann findet ihr natürlich in den Bauchbänden, die ich immer eingeblendet habe. Informationen zu mir und meiner Interviewarbeit findet ihr auch auf meiner Webseite und in den Bauchbänden. Und wenn ihr unter dem Video schaut, dann könnt ihr auch gleich die Links anklicken, wo ihr das Buch kaufen könnt, beziehungsweise zum Udo Kontakt aufnehmen könnt. Dann freue ich mich natürlich, wenn ihr auch dieses Interview teilt und von dieser Methode berichtet. Und dann bis zum nächsten Interview. Bis bald, eure Bettina.